Man hat ja Sport oder auch Film also nie als Kunstform begriffen, auch Mode nicht. Das sind so die populären Sachen. Und man kommt erst langsam hin, dass die kreativen Prozesse allmählich, ganz egal in welchem Feld sie sind, einfach vergleichbar sind. Und diese Schubladendenken, ja, also das ist Kunst und das ist Kommerz, ja, das fließt alles ineinander. So, jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie das war, mit dem James Bond, dem Roger Moore zusammen zu drehen. Also wenn du als Amateur, ja, nicht mal Profi-Kameramann, einen Anruf kriegst von James-Bond-Produzenten, ob du für ihn arbeiten willst, dann denkst du, du spinnst. Ja? Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, gibt's ja nicht. Aber ich hatte eben einen Film gemacht, Skifaszination. Und da bin ich zum ersten Mal mit der Kamera, mit der 35mm Panavision-Kamera, 80 Stundenkilometer schnell gefahren. Und in diesem Skript, ja, den Fleming dort geschrieben hat, war eben eine Verfolgungsjagd von Bond auf Ski und dann haben die gesagt, die hatten den Film gesehen, gesagt, wir brauchen diesen verrückten Kameramann, der da jetzt 80 Stundenkilometer mit wirklich 35 mm fährt und haben mich angerufen. Und was kann man sich vorstellen, dass ich natürlich sofort dann mitgemacht habe, gleich alle Programme umgestellt. Und das war ja eine englische Union-Geschichte. Ja? Ich als junger Outsider musste kämpfen, überhaupt eine Kamera in die Hand zu kriegen. Und dann habe ich aber mit ein paar Freunden zusammen einfach mal ein paar Fahrten gemacht, ja, ganz inoffiziell, und habe die in die Mustervorführung mit eingeschmuggelt. Und dann hatte ich alle Freiheit. Ich erinnere mich noch gut, ich saß in New York bei einer Vorführung von dem Bond-Film Spy Who Loved Me. Und ich konnte die Pre-Title-Sequenz, also das für einen Bond ist praktisch das Wichtigste, ja, was vor dem Titel kommt, um die Leute zu packen. Und wir durften eben da die machen. Und ich saß da hinten im Kino und das ganze Kino hat applaudiert nach der Szene. Also das war wahnsinnig, ja, mitten in New York. Und diese Verbindung eben von Leistungssport und Actionfilm, das liegt zwar auf der Hand, aber da muss man auch erst mal drauf kommen und man muss erst auch mal die Freiheiten kriegen. Ja, das zu integrieren. Ja, die muss man sich erarbeiten, kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, was noch witzig ist, hier oben, dazu gibt es noch einen Kommentar. Der erste James Bond, den ich gemacht habe, und habe mir, damit ich rückwärts fahren konnte, man sieht es jetzt nicht so genau, aber ich habe mir einen Ski gebaut, der vorne und hinten Spitzen hatte. Ja, das heißt, ich konnte rückwärts fahren mit der Kamera und den Close-up von Bond, wie er gefahren ist, machen. Der erste Freeski sozusagen. Ja, genau. Und heute ist es selbstverständlich, dass man auf beiden Seiten Spitzen hat, weil man eben auch rückwärts fährt. Musste ich damals als Kameramann auch machen und ein White Star, teuerste Ski, haben es zwei auseinandergeschnitten und zusammengesetzt. Würdest du sagen, du bist ein Rastloser, der diese ganzen Baustellen braucht mit Filmerei, mit Firma, mit Visionen und nicht glücklich bist, wenn du die nicht hast? Es geht ja eigentlich immer ums selbe. Es geht ums Gefühl beim Skifahren oder beim Sport oder in der Natur. Ja? Eine wunderbare Welt, wenn man mit der zu tun hat. Es hat relativ wenig mit Arbeit zu tun. Es ist zwar viel Arbeit, das zu übersetzen. Genauso, wenn wir Skimode machen, ist das was anderes, als wenn wir jetzt Business-Anzüge machen. Ne? Es ist einfach eine andere Welt, hat andere Assoziationen und ist aber auch ein dynamischer Prozess. Ja? Und die Innovation ist Teil des Ganzen. Wer macht Mode, ohne jetzt ein dynamischer Junkie zu sein, der immer das Nächste sucht? Ja? Wir müssen ja immer 2 Jahre voraus sein. Wir starten ja jedes Jahr unsere Company von null. Ja? Wir machen ja 1500 Modelle von null aus, jedes Jahr. Ja? Und da muss dann natürlich das auch Spaß machen, an dem du arbeitest. Sonst kannst du das auch nicht machen. Das ist ähnlich wie im Film. Ja? Der nächste Film entscheidet. Wenn du abgedreht hast, wunderbar, weißt du dann, was funktioniert hat und nicht funktioniert, dann lernst du wieder. Ne? Und das ist dieser dynamische Lernprozess, der einem dann auch beflügelt und einfach auch hier fit hält. Ja? Sowohl im Kopf als auch sonst.
Weil dann mit den Kameras rumzufahren, ist ja auch nicht so ganz einfach. Haben Sie denn noch einen unerfüllten Wunsch oder Vision, die Sie noch umsetzen möchten? Ja, natürlich. 5D-Theater. Da haben wir jetzt mal einen ersten Schritt dahin gemacht. Aber einfach Leute mitzunehmen auf die Piste. Ja? Leute, die keine Ahnung haben vom Skifahren. Wie erkläre ich das, um was es da geht? Du kannst es eben im Prinzip nur so realitätsgetreu abbilden wie möglich. Also und Film ist ein Medium, das mit Bewegung zu tun hat. Ja, ich habe es halt im Film versucht, bis zu einem bestimmten Grad. Ist zum Teil schon gut gelungen bei Fire and Ice. Da haben wir schon viele überzeugt, ja, mit dem Snowboarden anzufangen und so. Ja, und immer die neuen Dinge, die kreativen Leute zu feiern. Und der Prozess geht immer weiter.